Die zweite Aufgabe versuchen wir etwas zügiger durchzuziehen als die erste Aufgabe. Was haben wir? Wir haben Gummibärchen und die Gummibärchen sind in Tüten zu je 50 Stück verpackt. Wir betrachten also Einheiten auf 50 Stück. Unser N ist also 50. Die Wahrscheinlichkeit, um die es geht um fehlerhafte Gummibärchen, also Gummibärchen mit Formfehler, also sprich hässliche. Und davon hat es ca. 20%. Die Wahrscheinlichkeit für ein hässliches Gummibärchen liegt also bei 20%. Und ab jetzt, wie immer, bitte machen Sie eine Skizze. Auch wenn Sie immer denken, ja, ich habe das im Kopf, machen Sie es trotzdem. Der kleinste Wert, der auftauchen kann, ist natürlich die 0. Der größte Wert natürlich die 50. Der häufigste Wert, nicht gefragt, immer sinnvoll ist aber zu berechnen, 50 mal n mal p natürlich, ist der Erwartungswert, der häufigste Wert. Das sind 10. Das heißt, am häufigsten gibt es 10 hässliche Gummibärchen pro Tüte. Und jetzt suche ich ja die Tüten mit den wenigsten fehlerhaften. Ich suche also nicht keine Tüte mit 40, 50, 45 oder sowas, Gummibärchen, sondern an der anderen Seite kleine, 0, 1, 2, 3, 5. Also schneide ich nicht rechts ab, sondern ich schneide links ab. Ich möchte möglichst wenig fehlerhafte. Und zwar will ich die wenigsten fehlerhaften, die aber insgesamt 11% ausmachen. Das heißt, die Häufigkeit von diesem gesamten Bereich muss 11% sein. Und auch hier denken wir vor an den Hypothesentest. Im Hypothesentest wird es nachher immer heißen, höchstens 11%. Steht in der Aufgabe jetzt auch wieder nicht. Aber für später gedacht, höchstens 11%. Das heißt, es sind immer 11% oder weniger. Das bedeutet, ich nehme eine Tabelle mit der kumulierten Binomialverteilung, suche n gleich 50, p gleich 0,2 und suche jenes k, also den x-Wert praktisch so, dass die kumulierte Wahrscheinlichkeit gerade noch unter 11% ist. Ich suche also die letzte Zahl, deren Wahrscheinlichkeit noch unter 11% ist. Und da werden Sie feststellen, beim x-Wert von 6 oder k gleich 6, je nachdem wie Sie es nennen, kommen Sie auf eine Wahrscheinlichkeit von 0,103. Das ist eben die letzte Zahl unter 11%, also unter 0,11. Professionell aufgeschrieben hieß es, die Häufigkeit, dass x oder k kleiner gleich 6 ist, die ist ungefähr 0,103 oder man kann auch sagen, sie ist kleiner als 11%. Und das bedeutet, dass ich die Antwort auf meine Frage habe. Wie viele Bärchen mit Formfehler? Na, wie viele Bärchen werde ich finden? Maximal 6. Das heißt, ich kann es entweder so formulieren, man findet maximal 6 Gummibärchen oder einfach kurz hingeschmiert hier, das Intervall, das ich suche, liegt von 0 bis 6. Wie gesagt, Sie sollten noch einen Antwortsatz hinschreiben, also so. Die Anzahl der gesuchten Gummibärchen liegt im Bereich von 0 bis 6 Stück.